Hier ist Fred vom Fettspielen und ich begrüße euch zur nächsten Ausgabe meines Movie Star Planet Let's Plays. Beim letzten Mal hattet ihr die Aufgabe, mein Artbook zu bewerten. Dann wollen wir doch mal schauen, was da passiert ist. Ab in die Movie Town Artbook, meine, da ist er, was Fred mag. Hier seht ihr den Zirkel meiner Sachen, die ich gerne habe. Ist sehr viel Essen dabei, merke ich gerade. Okay, wow, ich habe 250 Loves bekommen, 612 Fame und 172 Kommentare. Das ist ja wirklich fantastisch. Und da werde ich mir jetzt einfach mal live und für euch ersichtlich so ein paar schöne Kommentare rauspicken und Wünsche erfüllen. Klingt das gut? Das klingt gut. Okay, schauen wir doch mal, wen haben wir denn hier? Da geht's schon gleich los. Christina Riri, ich will gerne zwei Wunschgeschenke, bitte. Oder einen Look, finde ich so toll. Herzchen. Na siehst du, das ist doch süß. Da gehen wir nochmal hin. Und werdet ihr dann mal zwei Wunschlistengeschenke machen. Geht gar nicht, du hast mich nur einen Wunsch in deiner Wunschliste. Na gut, dann mache ich einfach mal das hier. Die Chill Couch für 475. Ja, besser als gar nichts, würde ich mal sagen. Ne? Machen wir das so. Okay, weiter geht's. Wen haben wir denn noch hier als Kommentator dabei gehabt? Das komme ich hier gerade nicht hin. Gehe am besten nochmal drauf. Jawohl. Ist hier gerade ein Kommentar dazugekommen? War das nicht eben 172? Das geht hier ganz, ganz schnell. Nice. So, schauen wir doch mal. Wen haben wir denn noch hier? Ich würde gerne zwei Geschenke haben. Super Artbook. Ich liebe es. Ihre Filme sind die besten. Also wer mich sieht, der kriegt schon mal gar nichts, oder? Hey, wir sind doch alle Freunde. Da duzt man sich. So, was geht hier noch? Wer ist Fred? Ja, das ist auch nicht schlecht. Lecker, sogar eine Pizza ist dabei. Ja, so ist es. So, würde mich sehr über ein... Das geht gar nicht weiter hier, ne? Fred, Wunsch ist ein Geschenk, Freund. Da, Ariana Grande ist... Ja, was ist sie denn? Das wissen wir nicht. Aber ich kann mal hier raufklicken. Was wollte sie jetzt nochmal haben? Ist die Beste. Ein Wunsch ist ein Geschenk. Na klar, kriegst du auch. So... Also ab auf deine Wunschliste. Na, das ist doch auch mal eine Wunschliste nach meinem Geschmack. Der ist sehr, sehr viel los. So, was kriegst du denn mal? Diese Haare hier zum Beispiel sind sehr, sehr schön. Fancy Braids für 550 Starcoins. Diese Schuhe, die habe ich doch auch. Die sind sogar meine Lieblingsschuhe hier bei Movies Star Planet. Na, die gibt es da auch. Dann können wir beide im Partnerlook gehen und die gleichen Schuhe tragen. Das wäre doch auch mal cool. Und weil es so schön war, kriegst du diese Frisur jetzt auch noch. Yeah. Drei Geschenke. Das ist doch mal fantastisch. Und es geht weiter. Hier im Artbook. Finde ich übrigens echt toll, dass so viele Leute dort kommentiert haben. Also ich bin echt ganz baff hier. 173 Leute und da werden wir uns doch nochmal andere raussuchen. So. Weiter geht's. Ich werde einfach mal jetzt ganz, ganz weit klicken, damit auch Leute, die ganz früh sogar mit als eine der ersten kommentiert haben, damit die auch eine Chance haben. So, was gibt's denn hier? So, ich habe kein YouTube und kein Feld spielen, aber MSP und ich freue mich mitzumachen. Bitte mach mir ein Wunschgeschenk, einen Look. Na, dann würde ich doch mal sagen, machen wir doch mal Lena Basak einen Look, denn wenn sie sonst nicht die Chance hat, weil sie keinen YouTube-Account hat, wäre es doch mal schön, wenn sie jetzt die Chance hat, hier dran zu kommen. Also, einen Look für Lena. Ich schau mal, was du hast. Alles hier ganz schön in weiß und hell und alles... Hier zwischen diese Haare, also das auch. Tolle Haare, muss ich sagen. Oh, guck mal hier, sogar einen Brautlook könnte man dir machen. Müssen wir nochmal schauen, was du hier für ein... Ach, das ist aber auch ein schönes Kleid. Also, viele tolle Sachen. Ich glaube, da finden wir auf jeden Fall was. Gehen wir erstmal auf die Haare. So. Also eigentlich fand ich die hier schon am schönsten. Die glitzern auch so schön, die blonden Haare. Gucken wir mal, Oberteil. Das fand ich eigentlich auch schon ganz toll, was du da anhattest. Aber wir suchen jetzt natürlich was anderes. Ein Kleid mache ich ja sehr häufig. Vielleicht finden wir, obwohl das finde ich jetzt wirklich total schön. Das habe ich auch, glaube ich, noch nie irgendjemand angezogen, oder? Also dieses Kleid, ne, das kommt mir nicht bekannt vor. Und dann will ich das jetzt einfach auch machen. Da kriegst du jetzt auch noch die schönen Schuhe dazu. Haben wir vielleicht noch eine Kette oder irgendetwas, was ich dort noch an Accessoires reinbringen kann? Das wäre natürlich auch ganz schön. Na, mal schauen. Ne, passt jetzt nicht so richtig dazu, ne? Vielleicht kriegen wir gleich noch den Glitzer. Aber ansonsten, so ein Tattoo ist jetzt auch nichts. Das hier vielleicht, so eine schöne Blume. Eine weiße Rose im Haar zum Beispiel. Jetzt auch noch die Glitzer, das ist schön. Also, was soll, wie soll ich sagen? Das sind auch so viele Blumen, ne? Das ist also einfach Blumenkleid. Ein wunderschönes Blumenkleid. Ein super Blumenkleid.
Wirklich toll. Also schöne Klamotten hast du da und da habe ich dir doch auch einen ganz guten Look rausgemacht. Hoffe ich, dass du das so siehst und den Look auch magst. So, wollen wir nochmal rein? Jawohl, nochmal in mein Artbook. Nochmal schauen, wen wir dort glücklich machen können mit der Erfüllung eines Wunsches. Also, weiter geht's. Ich klicke ganz, ganz, ganz weit nach hinten. Dann schauen wir mal, wen wir dort so finden. So, da war gerade Lena, da haben wir sie gerade gesehen. Weiter geht's mal. So, cooles Arti, ich möchte einen Look, cooles Artbook, ein Wunschlistengeschenk wäre flauschig. So, oh cool, Fred, ich liebe auch, ach, jetzt wisst ihr nicht, was sie da geschrieben hat. Pizza vielleicht, ist es nicht, um meinen Computer. So, wen haben wir denn noch? Cool, deine Videos sind der Hammer. Ich glaube, sowas mache ich auch. Ja, siehst du, habe ich gleich schon jemand anderen inspiriert. Sehr, sehr cool. So, sehr schönes Artbook. Ich glaube, sowas hat noch keiner gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du mich auswählen würdest. Was wünschst du dir denn, Sarah? Ah, da steht's. Ich wünsche mich freuen. Ah, nee, das ist ja nochmal die andere Sache. Da. Ein Look und ein Gästebucheintrag. Na komm, dann würden wir jetzt Sarah mal einfach mal einen Gästebucheintrag machen. Aha. Vielen Dank, dass du mein Artbook kommentiert hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein Fred. Ah, kommt nicht mehr hin. Dann mache ich nur Fred. Okay. Alles klar. Und abgeschickt. Gästebucheintrag für Sarah, dafür, dass sie mein Artbook kommentiert hat. So, einen machen wir noch, oder? Einen machen wir noch. Nochmal rein in mein Artbook und schauen. So, wir können mal nach ganz, ganz hinten. Ja, wir sehen dann alle Kommentare und schauen mal, wer hier als erstes geschrieben hat. Also wer quasi als erstes das Video gesehen hat, als erstes die Aufgabe gehört hat und dann auch als erstes gleich in die Aktion getreten ist, hier zu kommentieren. Ich bin mal gespannt, wer das ist. Oh, ihr seht, da muss man ganz schön lange klicken, bevor wir hier drankommen. Ah, da bin ich schon. So, nochmal zurück. Oh ja, hier. Wer hat denn als erstes geschrieben, welcher Wunsch? Da ist jetzt immer gerade, cool, super, ich bin dein Fan, das ist natürlich schön, danke dafür. Aber jetzt weiß ich natürlich gar nicht, was ihr wollt. Wir schauen mal auf den ersten Wunsch. Wir schauen mal auf den ersten Wunsch. Okay, okay, cool. So, super cooles Artbook, voll coole Idee. Dankeschön, ja, auch danke für die ganzen Kommentare natürlich, die jetzt keine Wünsche formuliert haben. So, ich liebe auch sehr interessant zu erfahren, was du magst. Würde mich über eine FA freuen, sagt Ashley. Und ich schau mal, ob ich... Na hier, ich habe dir schon eine Anfrage geschickt und jetzt kann ich gar nicht. Oh, doof. Schade, mal gucken, wie es weitergeht. Na, machen wir mit Lucia. Die wird sich über einen Look freuen. Und dann machen wir auch nochmal einen Look, das ist sowieso ganz gut. Okay, Lucia... 2, 2, 3, 1, ein Look. Oh, schönen Style hast du. Finde ich sehr, sehr schön. Mal, das ist ja ganz unmöglich, den zu toppen. Ich versuche natürlich trotzdem mein Bestes und werde dir jetzt auch was Cooles basteln hier. Die Haare finde ich auch ganz schön. Schön geflochten. Machen wir auch wieder dunkle Haare. So, was hast du jetzt hier für Sachen? Oh, das finde ich aber auch ganz cool. So ein bisschen lässiger. Ganz gemütlich eigentlich. Ja, mal gucken, was wir da... untenrum machen können. Das ist gar nicht schlecht. So eine Strumpfhose kombinieren und jetzt untenrum. Ja, jetzt müssen wir... Ey, das sieht gar nicht schlecht aus. Hat doch was, oder? Also es fügt sich langsam so richtig gut zusammen. So, jetzt noch ein Schal, obwohl das ein bisschen zu viel, weil du ja schon hier ein längeres Oberteil hast. Mal gucken, was wir hier noch so reinbasteln können. Ja, hat sowas... ganz entspanntes Look, jetzt nicht super aufregend, mehr casual, aber total cool, ja. Das ist jetzt der Casual Saturday Look, ja, für dich. Ich hoffe, er gefällt dir, also ich finde es ganz cool. Und ja, dann danke für all die Kommentare nochmal, die auf mein Artbook niedergeprasselt sind. Und heute würde ich sagen, machen wir doch auch mal wieder was Cooles. Und zwar, wie wär's mal wieder mit einem kleinen Filmchen? Na, ganz, ganz gut. Ich hatte nämlich die Idee, dass wir mal wieder so ein Tanz-Musikvideo machen. Ihr erinnert euch ja, ich habe ja schon eine Menge Videos gemacht eigentlich. Jetzt hier meine aktuelle Serie, die Filmreihe und dann gab es ja diese Freds Musikvideos. Vielleicht könnte ich ja mal sowas machen wie so ein Tanzvideo oder sowas. Da brauche ich jetzt mal einen Hintergrund, oder? Ein bisschen shoppen. Komm, wir gehen shoppen, gucken mal, Hintergründe, was es da so Neues gibt. Ah,
Royal Ballroom. Na klar, so ein Ballsaal. Ja, wir machen so einen ganz, ganz herrschaftlichen Tanz, eine herrschaftliche Tanzstunde. Der Tanzabend, das kaufe ich mir auf jeden Fall. So, es war natürlich auch noch Musik, die passt. Muss mal schauen hier. Für einen magischen Tanzabend. Was haben wir hier? The Shire. Oder sowas hier. Ich gehe mal nur auf die VIP-Sachen, ja, dann müssen wir mal was Besonderes drin haben. Ich glaube, ihr hört das gar nicht. Hört ihr das? Ich mach mal für mich die Musik ganz laut, damit ich es höre. Ah, okay. Ja, sowas, so wie so ein alter Walzer. So ein Wiener Walzer oder sowas. Würde ganz gut passen. Was ist das hier? Oh, das war gar schlecht. So ein ganz, ganz langsamer Walzer. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, eins. Ja, das nehme ich. Bei Music vor 200. Kann eigentlich irgendjemand von euch tanzen? Schreibt das mal als Comment. Das würde mich echt mal interessieren. Habt ihr sowas schon gemacht wie eine Tanzstunde oder sonst irgendetwas? Ich meine, ich musste ja tatsächlich, das haben ja alle gemacht, deswegen habe ich es dann irgendwie auch machen müssen. Da habe ich gedrängelt, ja, ich wurde gezwungen. Gruppenzwang, ja, kennt ihr vielleicht. Auch mit 14, 15 so habe ich auch einen Tanzkurs gemacht und dann alle Standardtänze gelernt, ja. Walzer, Cha-Cha-Cha, Rumba, Disco, Fox, Foxtrot, all die ganzen Geschichten. Musste ich also auch durch. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Ja? Ist das immer noch üblich, dass man so einen Tanzkurs macht, so als junger Mensch, ja? Schreibt das mal, würde mich echt mal interessieren. Und wir werden jetzt einfach mal diesen Tanzstil oder überhaupt das Tanzen wieder zurückholen. Hier als Film. So, wie hieß das nochmal? Royal Ballroom. Ja. Ah, schön, oder? So richtig schöner königlicher Ballsaal in einem Schloss. Jetzt passt natürlich meine Klamotten mal absolut nicht rein. Das muss man ja auch mal sagen. Das heißt, ich muss unbedingt meinen Look ändern. Ich nehme am besten meinen Prinzenlook. Ja, Prinz Fred. Also der passt nun wirklich wie die Faust aufs Auge hier rein. Das ist ja Wahnsinn, oder? Sehr, sehr geil. So, jetzt brauche ich die Musik, die ich eben gerade gemacht habe. Das war Reflektieren Somber Reflections. Okay. Ist er jetzt drin? Ja, ne? Gut. So, jetzt brauche ich natürlich Tanzpartner. Es ist Herrenwahl. Ja, ich stehe hier, möchte mit jemandem tanzen. Und jetzt holen wir uns doch mal ein paar nette Mädels rein, die hier mit mir tanzen können. Ich nehme jetzt einfach mal Buchu Girl. Die ist aber auch nicht so richtig passend angezogen, ne? Ich schau mal, ob die irgendetwas hat, was dazu passt. Oh ja, das ist auch nicht schlecht. So ein Weihnachtslook. Ah, nee, ich glaube, Mädel. Obwohl, gut, nehmen wir sie mal, oder? Mit als Weihnachtsfrau. Immerhin hat sie dann ein Kleid an. Ja, das ist dann ja eigentlich schon passend. So. Also, es dürfen nur Frauen mitmachen, die ein Kleid haben, das ist klar. Also das ist jetzt Abendgarderobe mit Kleiderordnung, da kann nicht jeder kommen. Also du zum Beispiel hier mit den abgefransten Oberteilen, du kommst mir nicht in meinen Ballsaal. Tut mir leid. So, dann haben wir hier als nächstes. Das ist richtig spannend hier. Jetzt kann ich mal schauen, was ihr so für Looks gemacht habt. Sie hat zum Beispiel noch gar keinen gemacht. Ja, da bist du, kannst auch nicht mitmachen. Sorry, Mädel, da bist du raus. So, entfernen. Rainbow, hast du Glück? Hast du ein schönes Kleid bei dir dran? Auch nicht. Was ist denn los mit euch? Ihr müsst euch mal Looks machen. Sorry, Mädel. Ich glaube, ich muss mal so ein bisschen weiter zurück. Vielleicht finde ich hier irgendjemand mit einem Kleid. Vielleicht hat ja irgendjemand schon gerade ein Kleid an. Ansonsten gehe ich einfach mal rein. Hier zum Beispiel Granny. Schau, was du so hast an Klamotten. Ja, da kommt was, da kommt was. Da sind Looks da. Oh, na gut, so kann ich dich natürlich jetzt nicht in das Schloss lassen. Na, ist da ein Kleid? Ist da ein Kleid dabei? Ich meine, du hast süße Klamotten, ohne Frage. Geil. Aber mit so einem Taucherhelm und einem Rentiergeweih kann ich dich nicht hier in den Ballsaal lassen. So, weiter geht's. Laila Flora. Hast du einen Look? Oh, sie hat übrigens viele Looks, ne? Also mindestens 8, wie es aussieht. Da muss doch irgendwas dabei sein. Ja, nee, auch ein bisschen zu crazy hier. Ich muss aber schon... Ah, na siehst du, da haben wir es doch. Alles klar, angenommen hier im königlichen Tanzabend. So, also eine dritte brauchen wir noch, oder? Sonst habe ich ja keine richtige Herrenwahl hier, wenn es nur... am besten noch, wenn es nur eine Frau gibt, dann kann man natürlich auch gar keine auswählen. Wir müssen aber noch eine dritte. Eine dritte brauchen wir noch, mindestens. So, wen nehmen wir dann hier? Hobby? Tja, hoffentlich ist dein Hobby Tanzen.
Also wie du jetzt aussiehst, wäre es auf jeden Fall nicht machbar. Aber wir schauen mal. Nee, da ist leider nichts drin. Nee, du siehst so ein bisschen aus, als würdest du ganz andere Filme machen. Ich glaube, ich muss dich hier mal aus der Szene entfernen. Wir brauchen etwas Stilvolleres, etwas Klassischeres, etwas Elegantes. Etwas, was diesem königlichen Ballsaal würdig ist. Ah, da siehst du, da haben wir doch gleich jemanden. Im Kleid sogar. Perfekt, alles klar. So, meine drei möglichen Tanzpartnerinnen. So, und jetzt geht's los mit meinem kleinen Tanzkurzfilm. Und ich sage, heute ist Herrenwahl. So, und ich fordere damit, muss ich jetzt sagen, so, nächste. Warte mal. Ich brauche nur eine Sprechblase, ich mache mal eine andere. So, ich fordere hiermit Spannung, ja? Wen fordere ich zum Tanzen auf? Das ist die Frage. Wen nehmen wir denn jetzt von den drei Mädels? Oh, vielleicht in der Mitte, die ist eigentlich schon richtig schön, oder? Hier mit dem weißen Kleid, schön hergerichtet, finde ich ganz toll. Das ist Laila Flora, oder? Ich glaube es einfach mal und schreibe hier rein, ich fordere hiermit, wie hieß es nochmal, Laila Flora zum Tanzen auf. So. Und jetzt wird getanzt, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ich habe auf der Animation, die zum Tanzen passt, Schauspiel und Tanz. Oh Gott, das ist nicht so gut hier. Ja. Disco-Buff, Polka, Polka from the side. Er hat so ein bisschen Stechschritt-Marschier-Stil, passt ja schon fast so ein bisschen zu meinem militärischen Look hier. Ja, ich muss erstmal zur Tanzfläche gehen. Also, wo nochmal? Hier Standard wahrscheinlich. Basis. Gehen, gehen, gehen. Run, walk. Ja, da haben wir es doch. So. Und dann gehen wir zur Mitte und dann wird getanzt. Und ich muss jetzt mit dem klarkommen, was ich habe. Polka, Polka from the side. Ja, das ist jetzt nicht so geil eigentlich, ne? So. Ab wo fange ich denn an? Laila Flora zum Tanzen auf. So, das heißt ab 8, genau, da muss sie auch anfangen zu gehen. Ja, das ist jetzt zum Glück eine Animation, die hat jeder. Glaube ich jedenfalls. Ja, also so Walk, das ist immer dabei. Genau. Walk, walk, walk. Nummer 9, da bist du jetzt da. Und dann kannst du auch tanzen. So. Mal gucken, was sie für Tanzanimationen hat. Ich bin ganz gespannt. Confetti New Year, Disco Move, Action Run, das ist hier ein Tanz. Auch Polka Polka from the side. Ja, das tanzt sie wenigstens gleich. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja geil. Ja, was für ein schöner Tanz, oder? Ja, ich hab doch mal irgendwo. Komm, nehmen wir das einfach mal so. Und dann sind wir fertig. Und in. Jetzt muss ich eigentlich sowas wie Verbeugen haben. Oder nochmal eine Pose, so zum Schluss eigentlich, ne? Posing cool. Ja, wir sind fertig mit dem Tanzen. Und hast du auch eine coole Pose? Peace out. Yeah. Das ist geil. So, warte mal. Ich muss jetzt mal gucken von Anfang an, ob das jetzt überhaupt alles so richtig ist. Ja? Film speichern. So, ja. Der Tanzabend. 1. Erstmal privat, oder? Bevor es gleich alle sehen. Mache ich das erstmal so. Ich muss ja auch erstmal. Hieß die Laila Flora? Ja, immerhin. Da bin ich richtig gewesen. Sehr, sehr gut. Ich will es sehen. Ich will es mir ansehen. So, diesen Film abspielen. Wir müssen mal gucken, ob alles geklappt hat jetzt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Fat Fred präsentiert der Tanzabend. Heute ist Herrenwahl. So, ich fordere hiermit Laila Flora zum Tanzen auf. So, jetzt in Position gehen. Jawohl, das klappt. Und tanzen. Ist das geil. Yeah, peace out. Das ist doch mal süß, oder? Geiler Film. Den muss ich auf jeden Fall, der wird jetzt veröffentlicht, oder? Zack, veröffentlicht. Publish the movie. Den kann man so nehmen, wie der ist. Kam jetzt eigentlich Musik? Das habe ich jetzt gar nicht gehört. Ich muss das nochmal kurz in den Bearbeitungsmodus gehen. Aber eigentlich habe ich das doch angestellt. Ne? Also Musik muss da sein. Jawohl. Summer Reflections, speichern, passt schon. Sehr, sehr geil.
Ja, also Polka Polka from the Side war es dieses Mal. Ich denke, ich brauche irgendwie doch eine andere Animation für die nächste Tanzrunde, für den nächsten Tanzabend. Vielleicht muss ich mal hier gehen. Shopping, mehr Animationen. Was haben wir denn hier so an Tanzen? Da muss ich natürlich noch ein bisschen zu lang. So, Schauspiel und Tanz. Ja, oh ja, da gibt es ja tausend Sachen. Also da werde ich mich jetzt wahrscheinlich richtig austoben können. Geil, guckt euch das mal an, ey. Wow. Okay. Klar, gut, jetzt mit den ganzen Musikinstrumenten dazu, das passt ja dann eigentlich nicht so super in den Ballsaal. Aber hier der Gangnam-Style. The K-Pop-Dance. Das ist ja geil, den will ich haben. Geil, das wird das nächste Mal getanzt. Ich hoffe, jemand von euch hat das auch. Oh ja, wir machen daraus eine Aufgabe. So, hier sind wir nämlich auf fettspielen.de und da gibt es das Spiel Gangnam Style Tanzen und da müsst ihr, ja was wohl, den Gangnam Style tanzen. Und das macht ihr, indem ihr hier auf Psy, den Künstler, Sänger und Super Megastar ja seit einiger Zeit, klicken. Und immer dann, wenn das Pferd nicht hinguckt, das Pferd mag das nämlich gar nicht mit dem Tanzen und jetzt guckt es hin und jetzt müsst ihr aufhören. Sonst dreht das Pferd durch, das ist ganz, ganz witzig. Spielt das mal. Und hier könnt ihr auch kommentieren. Und ich würde sagen, das ist eure Aufgabe für das nächste Mal. Wenn ihr beim nächsten Tanzabend dabei sein möchtet, wenn ihr mit mir tanzen möchtet bei der nächsten Herrenwahl, beim nächsten Video, dann kommentiert hier auf Gangnam Style tanzen und habt die Gangnam Style Animation. Denn beim nächsten Tanzabend werde ich mit euch den Gangnam Style tanzen. Und wer dabei sein möchte, schreibt hier einen Comment, schreibt, dass er im Film dabei sein will, kauft sich die Gangnam Style oder irgendeine andere Tanzanimation, die dazu passt. Und wir sehen uns beim nächsten Tanzabend wieder. Bis dann, euer Fred von Fettspielen.